Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Summoning. In der letzten Folge hatten wir uns gefragt, wie wir auf die andere Seite von diesem Teleporter kommen. Ich bin in der Pause, da ich ja eben mit dem Maler nochmal warten musste, nochmal die ganzen Teleporter da in den Ecken abgelaufen. Und den da oben hatte ich scheinbar noch nicht gehabt in der letzten Folge. Jedenfalls bin ich über den Teleporter da oben hier gelandet. Egal, nicht hinterfragen, wir schauen, was in der Kiste ist. Manche Sachen nimmt man einfach hin, wenn es gut ist. Also. Oh, noch ein Siegelstück? Die Frage, werden wir in diesem Level ein oder zwei Siegel finden oder vielleicht sogar drei? Buch der Schwerter. Das hatten wir doch schon mal für Stangenwaffen, glaube ich. Das hat um ein Level erhöht. Da wollte ich ja eigentlich warten, bis wir dann noch mal aufgestiegen sind. Eine weitere Stufe. Denn dann macht das ja natürlich am meisten Sinn. Wenn man gerade aufgestiegen ist, bekommt dann ganzen Level gratis, ist das natürlich viel mehr wert, als jetzt vielleicht kurz vor Schluss das Ganze zu nehmen. So, zieh mal noch mal dein Schild an. Aktuell spielen wir auch nicht mit Schwertern. Da müssen wir schauen, wie sich das mit unserem Gepäck entwickelt. Kannst du mal bitte die Truhe da lassen? Dann schauen wir, ob du die Feuerresistenz noch mitnehmen kannst. Na, eher nicht. Na gut, die Hunde kriegen wir auch so ganz gut hin. Wird schon. So, dann lass den Stein bitte hier. Himmel. Ich klicke hier hin. Und dann möchte ich mit Sicherheit nicht den Stein mitnehmen. Dann gehen wir mit den Pfeiltasten hier raus. So, haben wir das auch geregelt. So, dann machen wir uns wieder hier raus. So, wir haben ein Siegelstück gefunden. Aber wir haben noch so viel von diesem Level nicht entdeckt. Es gibt noch mindestens zwei ungeöffnete Türen, die wir schon gesehen hatten. Lass bitte den Hund da, wo er ist. Danke. So, das war, glaube ich, der Ausgangsteleporter. Korrekt. So, und dann. Schlüssel haben wir keinen bekommen. Dann schauen wir mal weiter. So, kann man dich mit Kanu öffnen? Ja, kann man. Platten, die schon beschwert sind. Das ist seltsam. So, eine Tür, zwei Türen, die man potenziell mit Kanu öffnen könnte. Sehet den heiligen Steinkreis. Habe ich gesehen, ja. Ist total beeindruckend, da ist. Da ging schon mal jetzt eine Tür auf. Klang zumindest so. So, sollen wir jetzt da einen Stein mitnehmen? Weil die Tür klang auch so, als wäre sie wieder zugegangen, weil es ja zweimal Klapper die Klapper gemacht hat. Dann versuchen wir zuerst mal Kanu. Kanu gegen Dusch. Dann schauen wir hier zuerst mal, bevor wir über das andere Rätsel nachdenken. Hallo, du Spinnenvieh. Oder Kriechervieh. Kriecher hieß du, glaube ich, ne? Ja, wir sind natürlich wieder vergiftet, war ja irgendwo klar. So, ja, das Vieh zeigt nicht so wirklich an, ob es tot ist oder nicht. So, mach's mal bitte tot. Jetzt ist tot. So, da ist auch wieder ein Schlüsselloch. Das ist, glaube ich, jetzt das dritte, das wir sehen. Und ohne Schlüssel könnte es schwierig werden. Und ich glaube, da sehe ich den Anfang von einem Torbogen, wo es in den nächsten Level geht. Ja, und durch diese Torbögen geht es bisher immer in nächstes Level. So, da brauchen wir den Schlüssel.
Vielleicht sollten wir dann doch mal über das Rätsel nachdenken. Beziehungsweise erstmal schauen, ob wir hier auch mit Kano durchkommen. Nein. Gut, dann nehmen wir hier einfach mal ein Steinchen. Und packen den da hin. Müssen da alle Steine rauf? Na, zwei tun's auch. Na gut, wir haben den Heiligen Steinkreis jetzt gestört. Man wird uns das hoffentlich verzeihen. So, dann schauen wir mal, ob es hier unten einen Schlüssel gibt. Zuerst mal Steine über Steine über Steine. Eine Bodenplatte, wo unser Gewicht reicht. Oh, ha, heiß, 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 heiß. Karte. Ja, da am Ende geht es auf jeden Fall weiter. Ist nur die Frage, wie. Unterirdische Abkürzung sind wir. Fragt sich nur, wohin. Na gut. Dann zuerst mal einen Ticken heilen. Bevor wir hier Experimente wagen. Jetzt wäre es gut, wenn wir den Feuerschutzstein mitgenommen hätten. Den könnte man nämlich jetzt hier direkt wieder loswerden. So, wir sind nochmal einmal aufgestiegen. So, jetzt sind wir nicht mehr überladen, nur noch vergiftet. Und das Feuer macht uns jetzt nicht mehr so viel aus. Hä? Na gut, ich dachte, man müsste vielleicht die ganzen Steine, die da rumliegen, da rauflegen, um da. Also, egal. Ihr wisst, was ich meine. Noch mehr Steine. So, das ist auch wieder so eine Pseudo-Wand, die man auch mit Kano aufbekommt. Fürchtet den Zorn von Balthasar, dem Diener des dunklen Magiers. Haben wir von Balthasar schon mal gehört? Ich glaube schon. War da nicht irgendwas mit einem Dieb? Doch, 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 doch. Balthasar hat doch, glaube ich, irgendjemanden gefangen gesetzt gehabt oder so irgendwas. Irgendwo haben wir den Namen schon mal gehört. Ah, unten lang geht's noch. Okay. Bei diesen unterirdischen Höhlendinger bin ich mir nie ganz so sicher, wo es nochmal weitergeht. Ja, wir sind überladen. Und vergiftet. Ist kein Zustand. So. So, unser Held könnte einem fast leid tun. Aber nur fast. Oh, was bist. Hallo? Was bist denn du? Mach mal bitte Schaden an dem, was auch immer das ist. Es sieht nach Pflanze aus. So, eine Fliegenfalle war das. Okay, ich glaube, fleischfressende Pflanzen nennt man auch Fliegenfallen, oder? Ich glaube, so irgendwie was war das. Okay, wir haben eine Fliegenfalle getötet. Da gibt es noch mehr davon. Ich würde gern wissen, ob die Dinger vergiften oder nicht.
Also fleischfressende Pflanzen an sich vergiften, glaube ich, nicht. Aber in Spielen kann ja alles anders sein. So, lass die Fliegenfalle mal da liegen. Duschgang verboten. Das interessiert uns nicht. Gehorchst du nicht, erwartet dich die Todesstrafe. Das fällt unter Drohung. Heilen war EG. Beziehungsweise aktuell FH. Fragt mich nicht, warum es manchmal so ist, manchmal so ist. Ich kann es euch nicht erklären. Aber zumindest habe ich beide Versionen aufgeschrieben. So, wo, der Duschgang wohin? Na gut, jetzt ist das große Icon davor. Jetzt sehe ich nicht, ob es da noch weitergehen würde. Aber sieht man nicht so aus. Hallo Pflanze? Todespflanze? Was wollten Durchgang verboten, ja? Gehorchst du nicht, erwartet dich die Todesstrafe, ja? Durchgang verboten, ja? Gehorchst du nicht, erwartet dich die Todesstrafe, ja? Okay, wir entgiften uns. Da ist nur ein Äpfelchen, da kann aber noch das Ding da dazu. Ach nee, das sind so komische Perlen, glaube ich. Ich glaube, diese Runen tun auch entgiften. Suvelo, Moment mal. Ja, die entgiften auch. So, gegen Gift und Verwirrung wirkt das Zeugs. So, na, man droht uns mit dem Tode. Ah, oh, das kann man ja schieben. Dann schieb's mal aus dem Weg. Da rollt eine Kugel. Gab es da oben noch irgendwas? Wir sollten vielleicht doch unseren Schild mal wieder anziehen. Nee. Da oben sieht es nicht so aus, als würde es irgendwo weitergehen. Gut. Dann tauschen wir Karte gegen Schild und schauen weiter. So, wo war jetzt die Kugel? Hi, Kugel. So, da ist Ende Gelände. Da geht's noch weiter, aber auch. Nee, Quatsch. Ich glaube, da dieser Riss, das heißt, glaube ich, dass es weitergeht. Aber widersteht dem Kanuspruch. Okay. Dann müssen wir schauen, dass wir irgendwie an der Kugel vorbeikommen. Kommst du mal bitte wieder runtergekugelt? So, Zeitstopp geht nämlich auch für die Kugeln. Das hatte ich irgendwann zwischen den Folgen mal festgestellt. Ach, da ist eine Platte. Ach so, da geht's auch weiter. Hallo, Pflanze? Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du nicht vergiften würdest. Kriegen wir das hin? Sehr schön. So, da geht es dann wohl auch noch weiter. Und hier geht es scheinbar auch noch weiter.
Ah, ja, so viele Wege. Das ist ein Hebel. Ah, hä? Nicht zweimal den Hebel drücken, mein Lieber. Einmal reicht. So, hier ist eine Pflanze und hier geht es nochmal nach oben. So, da das Ganze hier Abkürzung heißt, würde das Sinn machen. Da ist noch ein Hebel. Der dort aufmacht. Jetzt haben wir bestimmt dann die Abkürzung abgekürzt oder so. Dass man einmal ganz durchlaufen muss und dann für das zweite Mal dann eine Abkürzung. Nee. Es geht noch nach rechts weiter. Dann schauen wir da zuerst mal noch. So, Karte bitte schließen. Den Schild wieder anlegen. Wir merken uns, dass hier eine Leiter war. So, und dann geht es hier noch weiter. Zu noch einer Leiter nach oben. Ja, mach die Pflanze bitte tot. Danke. Die Pflanzen haben bisher noch nie was fallen lassen. So, heilen, nachfüllen und Karte schauen. So, also gibt es dann zwei mögliche Ausgänge. Dann gehen wir zuerst mal den Hof, wo wir gerade sind. Eigentlich suchen wir einen Schlüssel für einen Kerker, beziehungsweise wir müssen auch noch den Kerker finden. So, Kraxel, Kraxel, Kraxel. So, da liegt ein Stein und da liegt irgendein Zettel drunter. Leg den Stein mal irgendwo ab. Na gut, ein Kanuzettel, das brauchen wir echt nicht. Also, wenn man den Spruch jetzt wieder vergessen hat, kommt man hier gar nicht erst hin, Spiel. Das irritiert mich. Aber okay, das heißt wahrscheinlich, dass wir hier mit Kanu durchkommen. Sehr schön. Wo sind wir überhaupt? Hä? Waren wir... Ach, das ist ein... Eine Abkürzung zwischen zwei Dungeon-Ebenen? Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Nee, dann müssen wir noch mal zurück. Denn wir brauchen ja noch den Schlüssel für den Kerker und müssen ja noch Dunstan befreien. Zurück, Marsch, Marsch. Okay, und wo geht dann dieses andere Tor dahin, was wir im Level schon gesehen haben? Ups. Man kann auch runterfallen, wenn es eine Leiter gibt. Das haben wir jetzt auch bewiesen. Nee, aber wo geht dann diese andere Tür hin, die wir schon oben im Level gesehen hatten? Das sind normalerweise die Levelübergänge. Moment mal, wo. Das da müsste doch unter Siegel 3 sein, oder? Nee, unterirdische Abkürzung heißt das Ding ja. Ich habe keine Ahnung. Dann gehen wir jetzt nochmal die andere Leiter hoch, schauen, wo wir da rauskommen. Dann überlegen wir uns, was wir machen. Wo war jetzt die andere Leiter? Da lang, oder?
Hi, Spinne. Ich freue mich, Spinnen zu sehen. Hallo, kannst du bitte hier bleiben? Ja, schon wieder vergiftet. Ach ja. Also zumindest kriegen wir die Viecher mittlerweile besser tot als vor ein paar Folgen. Das stimmt mich alles sehr positiv. So, jetzt haben wir Spinnen getötet, wir haben uns vergiftet. Und wo sind wir? Siegel 1. Also, ursprünglich waren wir doch in Siegel 3 oder 4? Ne, 3, glaube ich. Okay, dann verbindet das mehrere Siegel-Level miteinander. Das hilft aber jetzt gerade gar nicht. Ja, die Vergiftung hätten wir uns ersparen können. Ach Spiel, ich will gern den Entgiftungszauber haben. Das fände ich ganz klasse. So, dann gehen wir jetzt nochmal dahin zurück, wo wir waren. Denn die Abkürzung war nicht das, was wir wollten. Oh, hallo Bällchen. Ich bin verwirrt. Das war nicht tragisch. Okay, da kann man dann... Ja gut, es macht ja Sinn, dann kann man halt eine oder zwei Siegel-Level überspringen, dann muss man nicht so viel zu Fuß laufen, wenn man irgendwo was vergessen hat. Ist schon sinnvoll, auch wenn es mich gerade tierisch verwirrt. Na gut. Dann nochmal zurück. Ich frage mich auch, für was diese ganzen Felsen da waren. Oh, hier wird's heiß. Nee, hier wird's nicht heiß. Warum auch immer. Da waren noch die ganzen Flammendinger gekommen. Egal, keine Fragen stellen. So, jetzt interessiert mich, wo wir eigentlich waren. In Siegel 3. Okay, gut. Und wir haben ja da ganz links die Ecke, wo das bisschen lila Fitzelchen ist. Da geht's ja auch in einen anderen Level, aber frag mich nicht in welchen. Gut, dabei war ja eine Tür, wo wir einen Schlüssel brauchen. Wir haben aber keinen. Dann hatten wir noch die Tür, wo die Gabe, also ein Schädel und ein Teleporter, wo die Gabe irgendwas öffnet, keine Ahnung. Und ich glaube, dann die andere Tür war dann auch nochmal ein Schlüssel. Dann sollten wir uns vielleicht mal wegen der Gabe einen Kopf zerbrechen. Na ja, gut. Wird schon werden. Nicht ins Loch reinfallen. Okay, da wir jetzt ja auf sicherem Boden sind, müssen wir uns dann doch wieder entgiften. Und so langsam geht uns die Entgiftung aus. Das stimmt mich nicht glücklich. Nein, lass den bitte da liegen, nicht, dass wir irgendwas kaputt machen.
Warum die ganzen Steine da rumliegen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. So, hier war das doch, glaube ich, mit der Gabe. Oder? Hier, da war auch wieder eine beliebige Platte, die zuerst mal nichts tut. Ach so, das waren diese zeitgesteuerten Dinger. Dann sitzt da drin ja der Heiler. Da ist eine X-Rune und dann, genau, ihn habe ich gemeint. Wo war das jetzt nochmal mit dem Gabenschädel? Ah, da unten. Alles klar. Dann lassen wir den Kerl mal in sein Gatter sitzen. Wie so ein Kinderlaufstellchen oder so. Wenn er jetzt Entgiftung angeboten hätte, dann wäre ich dafür gewesen. Aber das war, glaube ich, das zeitgesteuerte Tor, ne? Dann bleiben wir mal stehen, halten uns bereit und laufen los. Sehr schön. So, normale Druckplatten. Dann noch mal zu dem Herrn der Gaben. So, du warst hier, ne? So, die, die eintreten, werden niemals zurückkehren. Gaben können den Weg frei machen. Ich traue mich da nicht reinzugehen. Wir schauen uns das in der nächsten Folge an. Bis gleich.